Ja, schönen guten Morgen. Doch dunkel raus. Ich habe heute Morgen eine Tour, auf die habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Bock. Wenn ich mal nur die Bremse aufmache, danke. Der erste Teil ist noch okay. Ich fahre jetzt nach Niefernheim, Laden 926 für unseren Nachbar, wo die Peitsche-Kolonne letzte Woche stand. Muss ich einen Baggerfahrer mitnehmen. Das ist alles kein Problem. Der Bagger soll nach Elmstein Schafhof. Aber wenn ich da auf Google Maps gucke, ich weiß nicht, wie ich da mit meinem Fahrzeug hinkommen soll. Keine Ahnung. Als erster vor, gucke, ob ich den Baggerfahrer finde. Ich weiß nicht, ob ich was filme währenddem. Filme ich übrigens mit meiner neuen Kamera, die ich ausgetauscht bekommen habe. Schauen wir mal, was das wird. Wie das wird. Wie gesagt, ich habe echt keine große Lust darauf. Vielleicht geht es auch besser, wie ich erwarte. Aber mein Bauchgefühl sagt mir schon, wenn ich das hier sehe auf Google Maps, dass ich das wird ein typischer Montag. Ich bin schon da auf der Baustelle. Langsam hell jetzt. Fahre ich hier rückwärts links rum rein. Gucken wir mal, dass meine Bagger geladen wird. Laden werde ich 926 kompakt, also hat um die 30 Tonnen mit zwei Löffel.
Eigentlich wollte ich die Abfahrt filmen, aber ich komme hier nicht. Mindestens sah es so aus in meinem Außenspiegel, dass ich hier nicht ums Eck komme.
dem Autofahrer sagen wir jetzt nichts. Ja, ist halt so. Gehen wir so hin. Muss gleich nochmal raus. Wäre hier nicht ums Eck rum. Aber wahrscheinlich täuscht es jetzt, wenn man guckt hier, da steht eine Hecke hoch. Wahrscheinlich habe ich wegen dieser Hecke gemeint, dass es nicht reicht. Ist gut. Au. Gott sei Dank fahren hier keine Züge mehr. Ich habe doch extra hochgehoben. Extra hochgehoben hier. Ich fahre dann nochmal raus und muss das wieder in Fahrstellung bringen, so halbwegs. Augenblick, das mache ich schnell. Ach nee. Ort. Elmstein, 36 Kilometer. Okay. Da oben muss ich hin. Jetzt sind wir nicht. Jetzt sind wir 160. 3 Meter Gewicht haben wir auch nicht. Aber nicht das, was hier steht oder stand. Genau so. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass ich hier den Weg. Sie erreichen Ihr Ziel um 9.28 Uhr. Eine Stunde 20 Minuten. Schauen wir mal los. Auf meinem Zettel steht, dass ich einen Baggerfahrer mitnehmen sollte, aber der ist jetzt nicht dabei. Da war hier gerade mitten durch den Feld der Wald. Ich mache jetzt diese Kamera an, weil später beim Fahren durch den Ort würde ich gerne mit der Kamera hinfilmen und ich weiß nicht, wie voll der Akku ist. So. Werde ich jetzt mal schnell die Kameras tauschen, wobei ich habe noch 4 Kilometer. Bin doch schon in Elmstein hier, oder nicht? Ich habe immer ein bisschen komisches Gefühl bei der Sache, wenn ich irgendwo hinfahren muss, wo ich mich nicht auskenne. Ich bin immer noch nicht in Elmstein, okay. Ortsteil, aber ja. Thank you.
nachlenken, nachfassen am Lenkrad. Bisher mehr oder weniger problemlos. Eben kam mir in dem Ort vorne dran, kam mir ein LKW entgegen, aber das war Gott sei Dank an einer günstigen Stelle. Wir konnten da auch relativ problemlos, zwar langsam, aber problemlos aneinander vorbeifahren. Wo ich mich nicht wirklich auskenne, habe ich immer ein bisschen Bauchweh. Da mache ich auch immer ein bisschen Panik. Und ist es umso schöner, wenn es dann doch geklappt hat. So, 600 Meter. Warte mal, ich wechsle mal schnell die Kamera. So. Muss ich links abbiegen. Nee, noch nicht hier. Noch ein Stück weiter. Ich dachte, ich muss hier rein. Ah, Bushaltestelle, okay. Ja, das sieht gut aus. Nein, ich muss doch links hoch. Ich muss hier links hoch. Oh, das Schild da hinten klappt nicht. Komm. Da steht keiner hinten dran. Und dann merke ich das gleich. Besser gegangen. Ne? Wie gesagt, es ist halt, wenn du dich nicht auskennst. Geschissen. Kann ich die vorfahren? Also gut. So,
schon ins Eck geschissen. Hier.
wird eng. So. Ah, kommen wir ab. Kann es natürlich wieder Straße kehren, ne? Alles gut, hab ja sonst nichts zu tun. Liegen Sie es dreckig. Und hoffentlich hat man was gesehen. Ich will noch niemanden erreicht. Es ist gleich 10 Uhr, aber es ist nach unten. Ist schon 12 Uhr durch. Und jetzt einfach mal Richtung Hof. Ich noch eine Runde, zwei Kieper später. Wie gesagt, es ist wirklich ruhig zurzeit, dass wir keine Arbeit hätten. Wir haben Arbeit, aber es ist halt jede Baustelle belegt mit allem, was, ja, mit allem größeren an Maschinen, Werkzeugen und so, was an Werkzeug gefahren werden muss. Das machen unsere Abroller. Manchmal nehmen auch die Kipper dann einen Löffel oder einen Hammer oder irgendwas mit, was halt gerade gebraucht wird oder was halt fertig ist, was nicht mehr gebraucht wird.
der Schwede. Also nochmal, ich frage gerade, oh, hängt mein Tieflader jetzt so nach rechts? Oh, ich könnte brechen, echt. Ich bin gerade auf dem Weg nach Schwarzerden, da steht der R39. Der Kollege ist da, der hat gerade das ganze Werkzeug geladen und der wartet jetzt noch auf mich, weil ich würde da alleine nicht reinkommen. Durchfahrte so sind wie die Kreisstraßen hier, glaube ich das sogar. Ja, ich habe jetzt noch ein paar Meter nur kurvenreiche Strecke. Lege auch jetzt die Kamera wieder weg, falls ich zwei Hände brauche. Serpentine. Bis gleich beim Laden. Heiligsblechle. Der Akku getauscht. Ist jetzt die nächste hier rechts hoch. Die hier, ne, da vorne, wo die Schilder stehen. Alter Schwede, hoffentlich komme ich da rum. Hoffentlich komme ich da rum, aber das müsste reichen. Schwarze Erden, da ist es angeschrieben. Geht wieder ein bisschen zurück. Hoffentlich komme ich da rum. Da mal Lenksperre rein. Ja, das passt, alles gut. Kilometer noch. Die Strecke hier ist auch noch nicht so lange gemacht, wie das aussieht alles. Der läuft nach rechts, das ist Wahnsinn. Das ist brutal. Sein.
Steinbruch. Ne? Oh ja. Irgendwo hier vorne wie in Vorderbund, hat der Kollege gesagt. Da wird Platz, da kann ich stehen bleiben. Irgendwas habe ich gerade versaubeutelt. Nö? Also Baustelle. Ich bleibe hier mal kurz stehen. Keine Ahnung, wo jetzt bei der Wand ist. Der Flatterband. Also ich bin im richtigen Ort, aber ich bin von der falschen Seite den Ort reingefahren. Ich hätte müssen aus dieser Richtung kommen, in die ich gerade gucke. Der Kollege kam dann von der Baustelle, da hat das Werkzeug noch geladen, dann kam er runter, wir sind dann dort raus, haben gedreht und sind dann hoch Richtung Baustelle. Leider habe ich verschwitzt, die Kamera frühzeitig einzuschalten. Ich denke, ich bin schon soweit. Die Aufnahme beginnt dann quasi mittendrin in dem Engpass hoch zur Baustelle. Ja, du hast schon wieder drauf. Also bei mir sieht es gut aus, da immer. Dann ja. Ich hoffe nur, dass wir die Backe rausbringen. Hallo. Hallo. Ja,
Schnelles Ende. Wie es halt so ist, gar nicht wirklich gelohnt, die Kamera hinzustellen. Aber heute ist, glaube ich, jedes Fahren interessanter als das Laden. So. Jetzt wenn wir ums Eck kommen und dann ist alles wieder gut. Ich schwitze schon, ne? Hey, schlimm. Aber ich schwitze immer. Ich schwitze mal heute am Sande, gell? Ja, genau. Ja, rechts ziehe ich nämlich. Ja, weiter, zu doof. Halt weiter, dann geht einfach weiter, jawohl. Geht einfach weiter, jawohl. Weiter. So passt er. Guck mal rum. Geht weiter, jawohl. Also wegen meiner Kamera rum. Ja, lang. Bist du dir? Ja, alles gut. Danke, Mauer.
Hast du noch weiter? Ja, kommt, jawohl. Kommt der Ronja, oder? Ja, ich mach mir so viel Spaß. Hast du verloren? Ja. Hab schon verloren. Ja. 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 Das ist so. Wunderbar. Momentan sieht alles gut aus. Da kann ich ein bisschen zu dir auf die Seite lenken. Ja, so gut, ja. Bitte, ja. War nicht viel. Ja. Ja, alles gut. Ich hab grad die Pumpe ausgemacht. Ach so. Ja, ich hab die ganze Zeit über die Pumprolle gelost. Schäme ich echt gegangen. Na ja. Du musst zwar ab und zu bremsen ein bisschen, aber... Ja. Ich sag, damit du das passt nicht kommt, ja, damit das die Spiegel vorkommt. Was ist? Damit das nicht abgeschlossen ist, von Spur her. Ja. Ja, das wahrscheinlich weil du drauf hockst, ist sie überladen. Ich hab nicht gedacht, du hast das. Nee, du machst das nicht. Ich muss alle beide so gerade, dann sind wir so gut, wie du so längst bist, die Mitte. Ja. Die Backe habe ich mitgenommen nach Hause. Ich mache hier Schluss für diese Folge. Leider keine einzige Verladeszene dabei. Dafür viel fahren, viel durch die engen Gassen schluppe. Ich hoffe, es hat euch trotzdem etwas Spaß gemacht. War mal eine etwas andere Folge wie sonst. Versprochen, es geht nächste Folge mit den engen Gassen weiter. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ein Like oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Kein Muss, aber freut mich ungemein und wird meinen kleinen Kanal auch sehr unterstützen. Vielen Dank dafür und ja, bis dann. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Dankeschön fürs Zusehen. Bis dann. Tschö.